Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin heute um 5 Uhr morgens aufgestanden und hatte deswegen schon einen ziemlich langen Tag und nutze den Abend sehr gerne, um dann etwas runterzukommen. Ich plane meinen Tag normalerweise so, dass ich von 5 bis 18 Uhr abends alle meine Aufgaben mache und einfach danach nichts mehr machen muss. Das heißt sozusagen, dass mein Abend immer so um 18 Uhr beginnt, aber meistens essen wir da auch oder halt ein bisschen später. Deswegen würde ich sagen, dass meine Abendroutine so ungefähr um 19 Uhr anfängt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und zu dieser neuen Abendroutine von mir. Seit einiger Zeit stehe ich ja sehr gerne um 5 Uhr morgens auf und dementsprechend muss ich auch ein bisschen früher ins Bett gehen, um wirklich ausgeschlafen zu sein. Und erstmal war ich heute mit meiner Schwester noch draußen, weil sie heute Geburtstag hatte. Und deswegen haben wir draußen auch Fotos gemacht, die ich ihr jetzt airdroppen werde. Soll ich erst die oder du mir zeigen? Ich airdroppe jetzt erstmal die ganzen Fotos von Mama. Normalerweise würde ich jetzt Abendessen gehen, aber wir haben heute so spät noch Kuchen gegessen, also vor einer Stunde oder so. Und deswegen habe ich jetzt gar keinen Appetit mehr, gar keinen Hunger mehr, irgendwas noch zu essen. Und mein Tipp ist es eigentlich nach dem Abendessen immer sofort die Zähne zu putzen, weil wenn man dann satt ist, nicht noch mehr irgendwie snacken kann und sozusagen aus Langeweile isst. Deswegen werden wir jetzt Zähne putzen gehen. Übrigens, weil die Leute immer nach meiner Skincare-Routine fragen, hier mal die kurze Antwort. Und zwar, ich habe einfach gar keine Skincare-Routine. Also ich muss sagen, ich esse nämlich kein Fleisch, ich trinke sehr viel Wasser, ich schminke mich nicht, also ich schminke nie irgendwie so mit Foundation, Concealer oder so. Und ansonsten creme ich mich halt fast jeden Morgen mit Sonnencreme ein und abends dann Nivea-Creme, aber das ist alles, was ich mache und bin meine Haut eigentlich ganz zufrieden. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr schon, dass ich wirklich keinen Abend verbringe, ohne ein bisschen aufzuräumen, da ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, jeden Morgen und jeden Abend immer so 5 bis 10 Minuten aufzuräumen, sodass ich halt nie so ein großes Chaos habe und das nervt mich auch, mein Zimmer unordentlich ist, deswegen muss ich immer aufräumen. Was ich außerdem momentan noch mache, ist meine Jalousien runterzumachen, da es einfach um 19 oder 20 Uhr noch so hell ist, dass ich einfach nicht runterkommen kann und nicht schlafen kann. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil am Frühaufstehen, beziehungsweise eher am Frühschlafen gehen. So, ich habe jetzt hier meinen Wochenplan für diese Woche. Ich habe mir jetzt zur Gewohnheit gemacht, den immer auszudrucken, um wirklich zu sehen, was ich jeden Tag machen muss. Ich mache ja immer so eine Time-Blocking und das heißt einfach, dass hier die Tage der Woche sind, also halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, blablabla. Und einfach mal die Sachen aufgeschrieben, die ich gerne machen möchte. Und am Ende des Tages hake ich das dann einfach so ab, wie man hier sehen kann. Also heute ist Dienstag, deswegen muss ich es noch abhaken. Das habe ich gemacht. Schule habe ich gemacht. Das Formular, mein Gott, was morgen noch ausfüllen. Verschieben habe ich gemacht. Habe ich auch nicht gemacht. Das habe ich, Also es gibt noch 2 Aufgaben, die ich heute nicht gemacht habe, die ich einfach jetzt für morgen mal verschoben habe und gucke, ob ich das morgen schaffe. Also jetzt mache ich immer gerne eine Sache, die ich so produktive Entspannung nenne. Beispielsweise lese ich da was oder gucke eine koreanische Sendung oder sowas. Also Dinge, die zwar entspannen und so zum Runterkommen geeignet sind, aber von denen ich auch so ein bisschen was lerne, wie jetzt beispielsweise lesen. Momentan möchte ich, also ich möchte eigentlich dieses Buch hier anfangen, habe meine beste Freundin ausgeliehen. Oder ich gucke halt, wie gesagt, eine koreanische Serie beispielsweise oder eine Show, wo ich halt ein bisschen Koreanisch lernen kann, was mich aber trotzdem entspannt. Genau. Ich versuche abends nicht so viel am Handy zu sein und vor allem nicht auf Social Media zu sein, muss aber sagen, dass ich jetzt auch nicht so gut darin bin und tatsächlich öfter trotzdem nochmal so auf Instagram bin oder so oder TikTok. TikTok ist wirklich das Schlimmste. Es macht so süchtig, es ist wirklich schlimm. Ja. Übrigens mein neues wunderschönes Hintergrundbild. Oh mein Gott, zweimal im Bild, dann ist better than good. Da und da. Und ganz ehrlich, wie soll ich jetzt schlafen gehen, wenn es noch so hell ist? Das ist wirklich, hier ist die Scheibe so dreckig.
Das ist wirklich das absolut Schwierigste am Frühaufstehen. Okay, mittlerweile ist es so ungefähr 20 Uhr und jetzt mache ich immer gerne einen Braindump, beziehungsweise versuche so ein bisschen Tagebuch zu schreiben, um meine Gedanken zu ordnen. Und ich sehe gerade so gruselig aus. Und das Licht, warte mal, die Lichtfälle sind ja so schrecklich. Dafür nehme ich einfach mein Tagebuch, was das hier ist, und schreibe dann einfach so ein paar Gedanken auf, wenn ich welche habe. Oder meistens nehme ich mir auch einfach nur irgendein Blatt und schreibe irgendwelche Dinge auf, die ich mir merken muss oder so, weil ich es einfach leid bin, wenn ich schlafen gehen möchte, die ganze Zeit über irgendwelche Dinge nachzudenken. Deswegen mache ich das immer gerne abends und habe dann schon die ganzen Gedanken raus. Die allerletzte Sache, die ich jeden Tag mache, ist meinem Accountability Buddy zu schreiben. Falls du dazu mehr wissen möchtest, kannst du dir sehr gerne mal dieses Video hier angucken, denn da habe ich über alle Details zu dem Thema geredet. Und zwar antworte ich erstmal auf seine Nachricht und reflektiere das ein bisschen, dann schreibe ich ihm, was bei mir heute so passiert ist, was ich gemacht habe, Dinge, für die ich dankbar bin, was nicht so gut gelaufen ist und so weiter. Ich danke dir vielmals fürs Zusehen, hoffe, du hast vielleicht Spaß gehabt und etwas davon gelernt. Ich wünsche dir so einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss!